So, da kommen wir zurück und der entschuldigt mich auch nochmal für den abrupten Cut, weil ihr wisst, PS4 kann bis zu maximal nur eine Stunde aufzeichnen und auch wenn ich die Elgato in meinem PC-System drin habe, nehme ich in solchen Spielen, so wie The Long Dark, es eher lieber auf der Konsole auf, weil ich denn halt, weil sowas eher hin und wieder mal irgendwie einen Kommentar oder allgemein reden tue, als wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele oder aufzeichne, wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Wolfenstein etc., die halt mehr auf Action sind als wie hier, wo halt praktisch eigentlich nichts passiert auf gut Deutsch. Jetzt machen wir halt da weiter, wo wir aufgehört haben. Na klar, wie gesagt, Monte ist einer, oder Monte wird oft vorgesagt, dass halt I would drink almost anything. dementsprechend hat Äußerungen tätigt. Auf der einen Seite, wie gesagt, auf der Politikseite bezogen, was ich gerade gesagt habe, kann ich es nachvollziehen. Also ist auf die aktuelle Politik bezogen bezüglich mit dem basieren auf die Flüchtlinge bezogen. Okay, da habe ich jetzt den Pfeil oder die Pfeilspitze. Dass ich, wie gesagt, bestimmte Äußerungen von ihm nachvollziehen kann. Wie gesagt, basierend auf die aktuelle Politik bezogen. Und ob man es gut findet oder nicht. Ich habe Wasser. Sei dahingestellt. Na klar. Um jetzt mal es auf den Punkt zu bringen. Sage ich euch, wie es ist, was auch der Punkt von Montana Black wahrscheinlich ist, von der Äußerung basierend auf Deutschland, Deutschland über alles, von der Textstelle, wo er sagt, er möchte gern die Hand heben. Ob die jetzt rechtsorientiert gemeint ist, sei dahingestellt. Ich bin der Meinung, dass er es in dem Augenblick nicht rechtsorientiert meint, sondern in dem Augenblick das so gemeint hat, dass er natürlich hinter Deutschland an sich steht, aber nicht auf die aktuelle Politik, die dann das bei bezogen auf die aktuelle Politik bezogen. Muss ich sagen, stehe ich auch nicht hinter der aktuellen Politik. Denn, um es mal so zu formulieren, so wie ich Montana Black einschätze, dass er ein Problem mit der aktuellen Politik hat, so sehe ich das, so sehe ich das. Wie gesagt, Monte, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liegen sollte. Ist, dass Monte in dem Sinne mit der Politik ein Problem hat, dass Flüchtlinge auf gut Deutsch reingelassen werden und denen auf gut Deutsch Geld, wie gesagt, ich muss mich allerdings
dazu. Oder muss mich dazu finden, weil wird aber auch ein Großteil wahrscheinlich mit dazu sein, dass ein Teil der Flüchtlinge, die jetzt, egal ob sie jetzt hier in Deutschland einströmen oder in Schweiz, Österreich, Norwegen, Dänemark oder sonst wo, das, ich beziehe das jetzt mal auf alle Bevölkerungen, dass der Großteil ein Problem mit den Flüchtlingen oder allgemein mit der Politik hat, bezogen auf die Flüchtlinge, die reingelassen werden in das x-beliebige Land, die sich auf gut Deutsch nicht integrieren tun werden, sondern tun werden, auf der Hinsicht, dass sie praktisch nur von den Geldern des Staates nehmen, sich benehmen wie der letzte Scheiß. Siehe manche, wie gesagt, ich will die Asylbewerber nicht über einen Kamm ziehen. Ich will die Ausländer nicht über einen Kamm ziehen. Ich will aber auch die Deutschen nicht über einen Kamm ziehen. Siehe zum Beispiel, dass manche Deutsch rechtsradikal sind, manche Ausländer vielleicht der größte Scheiß sind und dass die Asylbewerber sich vielleicht auch per Du nicht benehmen können, Hauptsache sie kriegen Geld, egal von welchem Land. Also ich, wie gesagt, ich will niemanden über den Kamm scheren. Nur ist meine Äußerung, dass, wo ich denke mal, was Montanas Black Äußerung allgemein sagen soll, was nur nicht jeder auf Anhieb versteht, ist, dass Montana Black das Problem auch, was ich mit ihm teile, wie gesagt, er kann mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, ist, dass bestimmte Art von Asylbewerbern, die aus deren Ländern, aus welchen Ländern sie auch immer kommen, flüchten, nur um hierher zu kommen, um irgendwelche staatlichen Gelder zu kassieren, sich nicht an bestimmte Regeln halten können, ob das jetzt das deutsche Gesetz, österreichische, Schweizer Gesetz, dänische Gesetz etc. Gesetz ist, hierher kommen. Siehe, wann war das? Vor 2, 3 Jahren, an Weihnachten oder Silvester, irgendwie in der Menschenmenge irgendwelche Böller reinschmeißen, irgendwelche Frauen eine Bahnhofstreppe runtertreten oder auf wildfremde Leute einprügeln. Und das ist der Punkt, den Monte meint oder äußern möchte, ohne es rechtsradikal, Neo-Nazi oder allgemein Nazi oder allgemein ausländerfeindlich gegenüber den Ausländern zu äußern. Mit dem Punkt ist, weil, wie gesagt, Monte hat in seinem Umkreis Freunde, die sind Ausländer. Wie gesagt, ob es jetzt türkische sind, syrische etc., vollkommen egal. So, ich habe in meinem Umkreis auch halt ausländische Freunde. Ob die jetzt halt, wie gesagt, auf Afghanistan etc. kommen, ist halt dahingestellt. Wo ich in meiner Schulzeit war, hatte ich halt, wie gesagt, welche sind Muslime, manche sind Russen und so weiter und so fort. So, ich habe kein Problem mit Ausländern. Wenn die A, ich denke mal, an dem Punkt wird Monte mir übereinstimmen, wenn es A gegenüber anderen Mitmenschen freundlich bleiben, ohne dabei es fehlt mir, komme ich nicht auf das Wort. Und ohne dabei halt andersweitig ausfallen zu werden, also halt sich soweit, also freundlich gegenüber den Mitmenschen sind, halt sich halt an die Gesetze regeln und sich dann halt integrieren und dann halt
hier anfangen zu arbeiten und halt Geld verdienen. Die in dieser Art an Asylbewerbern oder Ausländern, je nachdem, wie man das nennen mag, hat Mountain Next. Und das ist der springende Punkt. Wie gesagt, manche kriegen es in den falschen Hals. Na klar. Wenn man halt manche Asylbewerber, wie gesagt, ich möchte sie nicht über den Kamm schieben, nicht alle. Es gibt eine Art Asylbewerber, die sind für den Arsch, ganz ehrlich, muss ich dazu gestehen, und auch dazu bleiben. Und es gibt manche Asylbewerber, die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und was ist. Und es gibt manche Asylbewerber, die sind halt, die kommen hierher. Und wollen halt arbeiten und halten sich an das Gesetz. So. Gegen die Leute oder Art von Ausländern, Asylbewerber und so weiter und so fort, egal in welchem Land man sitzt, gegen die Leute hat keiner was. Monte auch ist so einer, ohne es jetzt ihn übel zu nehmen, der es nicht falsch formuliert, sondern er ist einer, der in dem Augenblick direkt ist. Monte äußert seine direkte Meinung. So, tue ich auch, vielleicht nicht im Stream. Oder in den Let's Plays, außer wie gesagt, das in dem Augenblick, wo ich halt mal drauf reagiere, ohne jetzt dabei Montana Black oder eine andere Art von Zielgruppe, die es vielleicht betreffen könnte, anzugreifen. Wie gesagt, auf diesen Fakten natürlich dementsprechend beruht. Kann ich Monte verstehen, wo ich auch gegenüber Monte einer Meinung bin. Bezogen auf eine bestimmte Art von Asylbewerbern. Und Ausländer, die nur herkommen, um Geld zu kriegen und Stress machen. Da muss ich jetzt aufpassen, welche Formulierung ich mache. Na klar, ich könnte jetzt, oder die Videos können jederzeit von YouTube gestrikt werden, was ich auch nachvollziehen kann. Oder auch mit dem Risiko hoch, dass vielleicht ich von YouTube mein Account, also mein jetziger Account gelöscht werden sollte. Auf dem, was ich sage und die Äußerung, die ich tätige, was ich auch nachvollziehen kann, dass bestimmte Art von Gruppen, ich sage jetzt mal, ich weiß, wenn ich sage jetzt Gruppe, fühlt sich man hier schon ausgegrenzt. Ich bitte das zum Entschuldigen, ich sage in diesem Fall, in dem Augenblick mit Absicht, Gruppe, da gelten aber alle drunter, ob jetzt ich als Deutscher, auf gut Deutsch gesagt, oder Ahmed um die Ecke als Türke, ja, oder Ali links um die Ecke als Jude oder irgendwelche Victors als Pole oder wie auch immer sie heißen. Wisst ihr? Ohne jetzt irgendeinen verbal anzugreifen, bezeichne ich das jetzt mal als Gruppe oder beziehungsweise äußere ich das jetzt mal als Gruppe, auch wenn ich jetzt keinen kein Plan habe, was ich gerade eigentlich mache, vom Aufbau her, dass ich, wie gesagt, in manchen Punkten, wie gesagt, Monte, verstehe auch von er ist halt das in ein Wort
Laut wiedergibt, der eher dazu dient, dass es als rassistische Äußerung bekommt, wie ich einst sagte. Der eine, der darauf reagiert hatte, auf Motto von wegen Zitat beim Song von Rammstein aus dem aktuellen siebten Studioalbum Deutschland, Deutschland über alles, dass er gerne die Hand heben möchte. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Monte aktiv gesagt hat, dass er gerne die Hand heben möchte. Ich habe nur dieses Video gesehen, wo er sich halt, wie ich sagte, mit der Faust, also geballten Faust halt Richtung Brustkorb so auf Herzhöhe so glaub, zwei, dreimal so raufgehauen hat, als wie, was man auch sehen kann, wenn man die deutsche Nationalhymne spielt, wenn er mit der flachen Hand sich auf den Brustkorb auf Herzhöhe hinlegt und er mitsingt. Das ist für mich, ob er jetzt aufs Herz haut, bei Deutschland läuft das über alles, oder nur um die flache Hand und man singt die deutsche Nationalhymne. Das ist für mich in dem Augenblick eins und das gleiche. Weil ich habe diesen Auftritt gesehen und da hat Monte meines Erachtens die Hand danach nicht so gehoben, dass derjenige, der das Video ge gemacht hat, gesagt und gesagt hat, von wegen, also nicht, dass es rassistisch ist. Das sehe ich dann nicht. Also ich sehe in dem Augenblick keine rassistische Handlung dahinter. Monte hat gesagt, er fühlt den Beat, er fühlt die Textstelle Deutschland, Deutschland über alles, bezogen auf was ich gesagt habe, von wegen, wie gesagt, Monte, korrigiere mich, dass bestimmte Art von Flüchtlingen, die sich nicht in Deutschland oder anderen Ländern, wo sie einreisen, um halt einen Platz zu suchen, wo sie wie die anderen es schwimmen, wenn ich die vielleicht jetzt über einen Kamm ziehe, wenn das so rüberkommen sollte, für in ein Land kommen, wo andere Ausländer, die schon seit 30, 40, 50, 60 Jahren, 100 Jahren, 30 Generationen in dessen Lande wohnen, wie gesagt, ob Deutschland, Österreich, Schweiz etc., wohnen und sich was aufgebaut haben, für deren Staat oder in dessen Staat gearbeitet haben, Steuern gezahlt haben. Gegen die sagt keiner was. Es ist genauso, wenn jetzt eine türkische Familie hierher kommt, ja, und sagt, ich bin aus meinem Land geflüchtet, weil wir verfolgt werden, weil wegen keine Ahnung was. Hier aber anfängt, trotz dass sie halt gesucht werden, weswegen auch immer, und hier in, wie gesagt, Deutschland oder sonst wo anfangen zu arbeiten, ihr Geld verdienen, Steuern zahlen, sich benehmen und dann, ich sage es mal auf gut Deutsch, sich an die Gesetze halten, im weitesten Sinne. Also nicht auffällig werden. Sagt kein Arsch was darüber. Genauso wenn wir als Deutsche nach England, Österreich, Schweiz, Türkei, Istanbul oder sonst wohin gehen. Gleiche Prinzip, wenn wir irgendwo hingehen ins Ausland, um zu arbeiten und zahlen dort unsere Steuer und so weiter, sagt auch keiner zu uns, ey, der scheiß Nazi. Die würden sagen, er ist vielleicht Deutscher. Nazi? Nö. Der kommt hierher, arbeitet hier, hat sich was aufgebaut, zahlt Steuern. Wird keiner Ausländer zu uns sagen, wir sind deutsche Nazis. So. Das ist der springende Punkt, was Montana Black in meinen Augen versucht zu erklären. Vielleicht nicht in den richtigen Worten und gießenden Äußerungen. Er lässt es vielleicht ein bisschen. Manche lassen es so gerade, wie es praktisch ist. Den Gedanken, den er im Kopf hat, den äußert er. Wenn ihn da haltet im Augenblick das Wort fällt, ich zitiere, die scheiß Ausländer, dann ist es in dem Augenblick so. Bezogen auf die sich nicht beherrschen können, die herkommen und sagen und sich benehmen wie der letzte Arsch, wie ein letztes Stück Scheiße auf gut Deutsch. Das ist der Punkt, wo ich sage, da kann ich Montana Black verstehen. Weil in meiner Ansicht bin ich auf deinen Niveau und ein Standpunkt, wo ich sage, wir haben kein Problem, dass bestimmte Asylbewerber
hierher kommen. Oder Ausländer, etc. Um Arbeit zu suchen. Kommen die aber hierher und bauen Scheiße. Und sagen, und pübbeln rum, machen sexuelle Belästigung oder wie ich sagte, treten irgendeine Frau in den Rücken, dass sie die Bahnhofstreppen runterfällt und stirbt und so Gedöns. Ganz ehrlich, da kann ich es auch verstehen, wenn jetzt YouTube denn vielleicht dieses Video striken tut oder meinen Kanal striken tut. An manchen Punkten von dem, was bestimmte Leute tun, egal ob es jetzt Deutsche sind oder nicht, bin ich der Meinung, und ich lehne mich da jetzt mal relativ weit aus dem Fenster, die werden nach dem deutschen Gesetz zu soft bestraft. Ganz ehrlich. Wo ich mich frage, wo, ne, wenn wir jetzt, sagen wir mal, das Amiland, also Amerika nimmt. Wenn da irgendein Amokläufer rumläuft und ballert wild durch die Geschichte rum, ja, haben die gesagt, du nimmst ein Leben, wir nehmen dein Leben. Ne? Hatte nun ein Richter dementsprechend natürlich so bestimmt. Hat gesagt, pass auf, du hast bewusst jemanden um die Ecke gebracht. Wir stecken dich nicht in den Knast, wir nehmen dein Leben. Sozusagen. Also wir tun dich hinrichten. Sag ich es mal so, wie es ist. So, in manchen Punkten wünsche ich mir, dass das Gesetz oder die Gesetze weltweit sogar angepasst werden, dass, auch wenn es mal karma klingt, ich habe noch keinen. Okay. Auch wenn das makaber klingt. Was ist da? Wünsche ich mir in manchen Punkten auf gut Deutsch die Todesstrafe zurück. Natürlich ist nicht speziell in Deutschland, sondern allgemein weltweit. Also hier ist das Ding. Um das mal speziell zu äußern. Ja, jetzt ist es zu dunkel. Wenn jetzt irgendwelche, egal ob ihr das deutsche oder ausländische Bevölkerungsmitbewohner sind, ist, wenn natürlich jetzt jemand bewusst ein Menschenleben auslöscht, um sich im Nachhinein an deren Reichtum zu besitzen, was er gerade vor Ort findet, gesagt, soll er natürlich dementsprechend damit bestraft sein werden. Er hat das eben ausgelöscht. Dein Leben soll genommen werden. Geht auf gut Deutsch. So. Da wird keiner sagen, in dem Augenblick keiner mir widersprechen. So. Andersrum natürlich, wenn ist es, wenn oder muss ich anders formulieren, ist, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand sagt oder äußert von wegen jemand, angenommen, ich bringe jetzt jemand um, mutwillig. Also ich habe im Kopf, ich bringe die Person um, weil bei der finde ich Geld, blablabla und so weiter und so fort. Also ich bringe die Person mutwillig um. So. Was hat die Bevölkerung davon, wenn man die Person
auf gut Deutsch in den Knast steckt, die hier noch praktisch von unseren Steuergeldern lebt. Was haben wir davon? Nix. Na klar, okay, er mag vielleicht weggesperrt sein, für mindestens 25 Jahre. So. Wer bezahlt das? Wir. So, dann kommt er wahrscheinlich in Sicherungsverwahrung danach. So, wer bezahlt das? Die Steuerzahler. So. Rein rechtlich, auf was ich jetzt praktisch hinaus will, ist, wenn ich jetzt jemanden überfalle, also einen Raub begehe und ich komme in den Knast, kein Problem. Wenn ich aber jemanden aktiv ermorde und den Ausraum tue, also dass der Mord im Vordergrund steht, was gibt es? Wie gesagt, ich möchte das deutsche Rechtssystem nicht beeinflussen. Was gibt das deutsche Rechtssystem, einen Mörder zu verurteilen auf lebenslange Haft, in Knast zu stecken und wir bezahlen dafür auf gut Deutsch? So. Ich sag's mal so simpel, wie es ist. Der, der einen Mord mit Absicht hervorruft, bewusst und was in dieser Reihe betrifft, hervorruft, der soll praktisch als Strafe mit dem Leben genommen werden. Das heißt, wie ich sagte, wenn ich jetzt, nur jetzt wieder mal Montana Black als Beispiel, wenn ich jetzt losgehe und ich bin, sagen wir mal, neidisch auf Montana Black, weil er so einen großen, dicken, fetten Fame hat, und ich bringe Montana Black deswegen um, so, habe ich natürlich erstmal davon nichts, in dem Sinne, weil ich bin auch tausend andere Stimme, will ich, dieses Beispiel fortführen, möchte ich, weil ich ja aktiv den Gedanken habe, Montana Black um die Ecke zu bringen, auf gut Deutsch, an diesem Szenario jetzt, ne? Möchte ich, dass ich mit dem Tod auf gut Deutsch bestraft werde, weil ich ja aktiv dafür gesorgt habe und aktiv Montana Black um die Ecke gebracht habe, weil er so großen Fame hat. Ich habe ihn ja nicht aktiv beklaut. Mein Ziel war es ja nicht, ihn zu beklauen, sondern aktiv zu ermorden in dem Sinne. Das ist der Punkt, wo ich sage, wenn man aktiv jemanden ermordet, möchte ich die Todesstrafe wieder haben. Na klar, wenn ich jetzt als Beispiel Montana Black überfalle, so, Montana Black wehrt sich rein rechtlich, ne? Was also auch seine Sache ist, dass er sich halt wehren muss und tun wird. Der blutet an sich nicht fest. Und in diesem Affekt, wenn ich Montana Black ausraube und überfalle und er wehrt sich und es kommt dann zu einer Scheißsituation, wo Montana Black seinen Verletzungen, sage ich jetzt mal, erlegen sollte. Weil ja in dem Augenblick ist es ja halt eine Raubtat mit Todesfolge, nennt man das, glaube ich. Weil der Raub im Vordergrund steht und nicht der Mord. Und man ihn aber noch aktiv versucht hat, ihn am Leben zu lassen, indem man sagt, oder indem man im Augenblick den Rettungsdienst ruft, also ist aktiv noch den Rettungsdienst ruft und nicht abhaut, in dem Sinne. Der Großteil wird abhauen, wenn er einen Raub begeht. Aber machen wir erstmal den Punkt. Ich überfalle Montana Black, also ich mache den Raub begehen und im Affekt wehrt er halt sich, oder es kommt halt zum Affekt in der Rangelei dazu, dass halt ich ihm eine Locke, wie auch immer, oder er mir eine, und es im Effekt dazu kommt, dass er eventuell seine Verletzungen erliegt. Also man kriegt es aktiv mit, dass er eventuell sterben wird. Keine Ahnung, man hat ihn wahrscheinlich an einer Scheißstelle getroffen, ich ihn oder er mich, blablabla. Gehen wir voraus, da ich ihn ja überfallen will. Und er überrascht mich, er wehrt sich und ich treffe ihn an einer Scheißstelle, um halt sozusagen, um zu stiften. Und merke aber im Nachhinein, oh, mir kommt hoch um, habe ich ihn jetzt vielleicht tödlich getroffen oder verletzt oder nicht. Und ich gehe wieder zurück und gucke nach und rufe aktiv den, sag ich jetzt mal, den Notdienst, sodass er halt nicht krepiert. Sodass er halt nur bei einer Raubtat mit einer gefährlichen Körperverletzung bleibt. Weil ich ja nicht, hatte ich ja na klar angeklagt, so ist es nicht. Aber ich werde halt nicht wegen Raub
mit Todesfolge angeklagt, sondern nur halt mit Raub, mit schwerer Körperverletzung angeklagt. Weil ich ja noch aktiv dafür gesorgt habe, hört sich scheiße an, dass er das behalten Monte oder dementsprechend umgedreht, da Monte sich halt gewehrt hat und mich vielleicht tödlich verletzt hat und dann halt den Rettungsdienst gerufen hat, dann halt trotzdem auch als Angreifer oder als Täter er dafür gesorgt hat, dass ich halt ich oder ich ihn halt nicht sterben lassen habe, wird das halt in dem Augenblick gut geschrieben, wo ich sage, okay, das kann man halt mit reinbrechen, dass ich halt nicht aktiv dafür gesorgt oder allgemein aktiv ihn nicht dafür gesorgt habe oder nicht überfallen oder aufgesucht habe, um ihn halt zu ermorden, sondern weil ich wollte ihn halt praktisch ausrauben. Das ist eine andere Handhabe. Dass man sagt, okay, er kriegt die Strafe so, aber nicht wegen versuchten Totschlag, er versucht Mord, sondern wegen Raub und schwere Körperverletzung. Weil halt auch da geblieben ist, dafür gesorgt hat, dass er nicht stirbt und bleibt geblieben. Wenn ich jetzt natürlich, dann kommt dann noch die andere Situation, ich überfalle ihn, es kommt zu einer Auseinandersetzung und ich verletze wieder den Monster. Tödlich, beispielsweise, könnte auch krank sein. Und hau ab. Geh aber nicht wieder zurück, weil ich in dem Augenblick nicht dieses Gewissen habe, lebt er jetzt oder ist er tot? Also ich habe es, also praktisch für der Raub trotzdem im Vordergrund steht, das ist ja ein Raubüberfall war und kein Mord ist. Es ist dann halt gefährlicher Raub mit Todesfolge, das habe ich bezeichnet. Gut, geht mir, wenn ich falsch liege. Da wird halt der Raub halt im Vordergrund stehen. Und da wird man halt dementsprechend nach schweren Raub verurteilt, mit Einfluss halt tödlicher Folge. Im Eifer des, ob man es im Eifer des Gefechts nennt, weiß ich nicht, aber ich nenne es jetzt mal im Eifer des Gefechts. So. Diese drei Arten gibt es. Ich weiß, es ist komplett vom Thema abgegriffen, aber nur so, komm, wie ich jetzt drauf kam, keine Ahnung. Wie gesagt, ne? Das sind halt diese drei Unterschiede. Nochmal, auch wenn wir jetzt praktisch gerade mit dem Thema nichts zu tun hatten. Und ich weiß nicht, wie ich drauf kam, weil ich ja gesagt habe, es gibt manche Arten von Ausländern, die halt hierher kommen, Schluck machen und irgendwelche Personen von der Straße runter oder von Treppen runterstoßen und dann für die halt wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge verklagt werden, obwohl es eigentlich rein rechtlich auf gut Deutsch eigentlich ein Mord war. Meines Erachtens. Deswegen kam ich drauf. Na klar, wenn ich jetzt praktisch in die Türkei gehe, ja, am dritten Passanten in den Rücken und der stirbt, werde ich wegen Mord angeklagt und nicht wegen schwerer Körperverletzung. Ja, deswegen, wie gesagt, manche Gesetze sind für den Arsch. Und ich weiß, das ist für eine scheiß Überleitung zum Monte bezogen. Aber Monte ist einer, der ist praktisch, ich will nicht sagen, das deutsche Gesetz, aber trotzdem wie das deutsche Gesetz. Er sagt offenkundig seine Meinung, die auch Hand und Fuß hat. Wie gesagt, er ist nicht in dem Sinne rechtsradikal oder rechtsfeindlich, sondern er ist nur in dem Sinne gegenüber der Art von Ausländern, nicht gegenüber Besonnen, die hierher kommen, ein Scheißdreck tun, aber Geld vom deutschen Staat haben wollen. Wäre das kann ich nachvollziehen. Für die Ausländer, die hierher kommen, arbeiten, Geld verdienen, Steuern zahlen, die hat er nichts. Wie gesagt, er hat deutsche ausländische Freunde, genau. Er hat ausländische Freunde.
So, also von daher. Kaffee, okay. Also wie gesagt, das ist. Manche möchten ja Pranger stellen. An manchen Punkten kann ich es irgendwie auch nachvollziehen. Aber wenn man Monte kennt, wie gesagt, ich kenne ihn nicht privat. Deswegen, ich weiß nicht, wie er privat ist. Aber jetzt privat, ich sag jetzt mal so, wie es ist. Eine rechtsradikale Neosau ist. Ist es so. Da ich ihn aber privat nicht kenne, kann ich diese Äußerung This will come in handy. nicht tätigen. Na klar, ich kann sie tätigen in dem Sinne, ja. Aber ich kann sie nicht bekräftigen. Wie gesagt, da ich ihn privat nicht kenne. So. Und wie ich auch gesagt habe, ob es irgendwann mal, wie gesagt, zustande kommt, ob ich ihn mehr privat treffe. Ob jetzt bewusst, ob jetzt er mich anschreibt oder ich ihn anschreibe oder wie auch immer. Oder unbewusst auf irgendeiner, keine Ahnung, Messe, sagen wir mal Gamescom, TwitchCon, YouTube-Veranstaltung, keine Ahnung. Und man kommt ins Gespräch. Seid eingestellt. Das ist in dem Sinne kein privates Treffen. Und wenn, wird das eh keiner mitkriegen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass Monte sich ja über, wenn es an Monte mitgeht, über angereicht wird, übertragen wird. Hier hat jemand ein Video über dich gemacht. Reagier mal drauf, vielleicht speziell am oder nicht, wenn das an dich weitergereicht wird. Sodass, wie gesagt, die Bereiche nehmen, wo ich jetzt dich als Beispiel genommen habe, auch bezogen auf anderes Schema. Geht es auch, dass du halt gerne dir die Bereiche raussuchen und rausschneiden und darauf reagieren. Die Erlaubnisse hast du. Wie ich auch sagte, ob du jetzt mich in dem Augenblick dafür bezahlst oder nicht, klären wir privat. Für die, die es immer noch nicht verstanden haben, ich habe, wie gesagt, aktiv nicht von Montana Black irgendein Videoausschnitt genommen. Ich habe mich nur auf Fakten beruht, auf deren Videos, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt nicht aktiv ein Video von Montana Black eingeblendet oder von anderen Videos, wo ich praktisch vor um Erlaubnis gefragt habe. Na klar, was ich jetzt auch dazu sagen muss, auch wenn ich mich jetzt auf bestimmte Fakten beruhe, die ja in irgendwelchen Videos genannt worden sind, die andere produziert haben, auf die ich mich beruhe, wo ich aber nicht ganz den Wortlaut wiedergeben kann, wo ich sage, wie ich gesagt habe, so und so. Ich blende ja nicht aktiv ein Video ein, was ja schon projiziert ist, wie zum Beispiel die Unge mit seinen React-Videos, was ja eigentlich eher ein Content-Klau ist. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich mache ja keinen Content-Klau, weil ich ja nicht aktiv ein fremdes Video einblenden tue. Okay, war ich gerade schon. Okay. Sondern ich halt nur auf das sage, was ich mir angeguckt habe. So. Deswegen auch an Montana Black, wenn er jetzt sich das Video anguckt, bin rangetragen, kann er sich die Parts, die für ihn natürlich dementsprechend wichtig sind, rausschneiden. Die Erlaubnis hat er. Ob ich jetzt, wie gesagt, dafür bezahlt werde oder nicht. An die Restigen, die sich dann vielleicht eventuell beschweren, das ist ein Ding zwischen Mund und mir. Ob er mich jetzt einmalig oder dauerhaft oder wie auch immer auszahlt oder so, ist wie gesagt ein Ding zwischen Mund und mir, sofern er darauf reagieren will. Kann es gerne machen. Wenn er natürlich jetzt sagt, ey, ich sag jetzt mal, ey, ich be beteilige dich an den Werbeeinnahmen prozentual mit, keine Ahnung, sage ich jetzt mal 5% als Beispiel.
will ich natürlich dementsprechend nicht nein sagen, aber wie gesagt, das kriegt keiner vorher mit. Das ist ein Denkzwischenmund in mir, wenn er sich wenn er drauf reagieren tut. Wie gesagt, die Erlaubnis hat er. Und wie das finanziell aussieht, das ist ein Ding zwischen und mir. Da ich ja nicht aktiv irgendwelches Bildmaterial von ihm auf von anderen verwenden, aber er wahrscheinlich eventuell, wenn er darauf reagieren sollte, Bildmaterial, wie jetzt zum Beispiel wie hier, oder in dem Augenblick Audiokommentar von mir verwendet, weil ich habe ja weder Audiokommentar noch Bildmaterial von ihm, das ist sozusagen der Unterschied, dass ich sagen kann, dass ich mich in einer Zone befinde, wo ich sozusagen nicht gestrikt werden kann. Was für ihn natürlich dementsprechend natürlich anders ist. Na klar, auch wenn ich gesagt habe, dass er darauf reagieren kann und so weiter. Das ist sein Recht. Er darf, kann und muss, wenn das Bild darauf reagieren. Da kann, muss er sich natürlich dementsprechend darauf beruhen, auf Audiokommentar oder Bildmaterial von mir. Und wie gesagt, wie er mich finanziell dran beteiligt, sagt Monta, wenn es an dich weitergereicht wird und du wirst darauf reagieren, ist ein Ding zwischen uns. Wie gesagt, da kannst du mich halt privat anschreiben. Ich denke mal, das wirst du auch in dem Augenblick tätigen oder tun. So was wir praktisch, was das betrifft, eigentlich in dem Punkt kein Problem haben werden. Aber ich sag mal so, wie es ist. Wir kommen jetzt nicht drauf, wenn Monte reagiert, dass ich davon Geld sehe oder sowas. Also ich bin jetzt nicht auf das Geld fixiert, das ist für mich nebensächlich. Für mich ist es so, ich habe jetzt eine Äußerung über Montana Black getätigt. Auch wenn es vielleicht mal irgendwie kreuz und quer und meistens von allem auch in einem Punkt irgendwie hin und her war. Aber der Inhalt ist trotzdem angekommen. So dass man weiß, was ich, dass ich mitteilen wollte, was ich sagen wollte, dass es bei euch schon angekommen ist. Über die Leute, die sagen, ey, Mathe ist rechts, wo ich ja gesagt habe, ey, so, über nicht doch mal so und so, da denkt man an den und den Fakt. Dass es vielleicht anders gemeint ist, wie er es sagt. Wie gesagt, was er privat macht, interessiert mich nicht. Ich kann nicht über Montana Black, aka Marcel, als Privatperson sprechen. Wie gesagt, privat kenne ich ihn nicht. Ich habe ihn privat auch nie getroffen. Deswegen kann ich nicht über Privatpersonen als Marcel urteilen. Aber kann so weit urteilen bezüglich über die Sachen, die es momentan über ihn gibt. Und die Äußerungen, die schon so oder so schon basiert sind, oder auf den Fakten, die eh schon auf YouTube dann umläufig gemacht werden oder getätigt worden sind. So. Auf das beruhe ich mich nur. Ob die Sachen jetzt auf der Wahrheit beruhen oder nicht, kann ich dann wahrscheinlich nicht sagen. Ich kann nur auf gut Deutsch meinen Senf mitteilen, ob der richtig ist oder nicht, sei dahingestellt. Wie gesagt, ich tippe Monte eher mal so ein, dass er der Typ ist, der nicht ausländerfeindlich und nicht rassistisch ist, bezogen auf das, was ich gesagt habe, bezüglich über diese, ich sage es mal, Vollidioten, die in irgendwelche Länder einreisen und sich benehmen wie der letzte Scheiß.
dass er da gegenüber, sag ich mal, diese Äußerungen tätigt. Kein Problem. Bin ich genauso. Oder wenn er mal einen Rage-Moment hat, dass er dort halt seine, auf gut Deutsch, Äußerung tätigt. Kein Problem. Habe ich auch. Mein Rage-Moment, wo ich dann halt dementsprechend mal Oh, getting a bit thirsty. Äußerung tätige. Die macht aber jeder. Aber ich denke mal, ich habe jetzt in dem Punkt genügend über das gesprochen, was ich eigentlich sagen wollte. Na klar, wird es natürlich irgendwann mal noch mal ein paar Folgen kommen, wo ich vielleicht, wo ich noch mal vielleicht drüber rede. Oder Äußerungen mache, jetzt speziell nicht auf Montana Black, aber allgemein über so ein Thema bezogen ist, habe ich kein Problem mit, dass jemand, habe ich immer ein Reaction-Video macht, wenn er mich vorher um Erlaubnis fragt. Okay, in dem Augenblick habe ich jetzt gesagt, wenn das an Montana Black weiterreicht, oder Montana Black vielleicht selber mitbekommt, was ich bezweifle, da ich ja jetzt diese Videos nicht aktiv so kennzeichnen werde, dass es Clickbait ist. Wie gesagt, ihr seht ja meine Playlist. Oder allgemein, wenn ihr meine Playlist guckt, heißt dieses, oder dieses Video heißt Part 1 bis Part Schieß mich tot. Na klar, in manchen Videos habe ich auch schnell meine Äußerung getätigt. Ist klar. Ich werde es aber nicht die letzten 3, 4 Folgen so benennen, dass ich sage, meine Äußerung gegen rechtsradikal Montana Black oder sowas. Oder Montana Black, die rechtsradikale Sau. Und wie gesagt, falls das zugetragen wird und du sollst das siehst, das weiß ich jetzt nicht, wenn ich sage, wie ich letztens gerade gehört habe, die zwei Titel zum Beispiel, es ist eher aus Spaß gemeint, weil du wirst halt selber sehen, dass ich halt dieses Video ganz normal fortlaufen Part 1, 30, 35, 40, 50, 5000 kenne, ohne jetzt dabei wieder zu. Wie sie manche andere YouTuber das machen, nehme ich jetzt mal Tanzverbot, Ansage an. Gronkh hat er, glaube ich, damals gemacht. Oder siehe zum Beispiel Unge, Milch ist Gift. Beispielsweise. Ich werde gerade dieses Video nicht speziell nach Omi nennen. Wie gesagt, Montana Black, die rechtsradikale Pussy oder sonstiges. Werde ich nie machen, weil ich nicht drauf angewiesen bin, auf irgendwelchen Clickbait, Geld einkassieren und so weiter und so fort. Ja klar, wenn das natürlich jetzt dieses Video jemanden sieht, der deine Stream verfolgt und der macht dich auf diese Videos aufmerksam. In dem Sinne, wie gesagt, kannst du gerne drauf reagieren. Kannst du auch gerne mit mir in Kontakt setzen. Am besten natürlich beides. Wie gesagt, ich kann dir nicht verbieten, drauf zu reagieren. Kann ich nicht. Weil ich ja praktisch auf das reagiert habe, was du in den letzten 2, 3 Videos gesehen hast, reagiert habe. Auch wenn ich dich als Beispiel genommen habe, ich auf das praktisch auf jeden x-beliebigen Streamer man übertragen kann. Du warst im Augenblick jetzt nur das beste Beispiel. Ja, das, was ich sagte, kann auch zum Beispiel für Gronkh, Sarah etc. gelten. Oder auch jetzt für mich als kleinen Piss-Kack-Streamer. Wie sagt ihr? Du oder ihr macht es natürlich jetzt hauptberuflich, ich natürlich nicht. Daher mein Geld andersweitig verdiene, wie ich sagte. Und habe ich natürlich, wie gesagt, ich habe jetzt weder Bildmaterial noch Audiokommentar in dem Sinne verwendet und eingebaut, sodass ich in dem Punkt gegenüber jetzt, sage ich mal, der Community so auf der sicheren Nummer oder sicheren Seite bin, kein Strike im Sinne von dir zu kassieren und oder Geld abzutreten. Wie gesagt, ich habe weder eine Audiospur noch Bildmaterial eingeführt. Ich beruhe mich natürlich auf reale Fakten, Videos und Audiokommentare, die halt aktuell Stand bis zum 1. Oktober 2019 Korrektur
2. Oktober 2019, 0:45 Uhr, wo dieses Video hier noch produziert oder aufgenommen wird. Beruhe, die es auf YouTube gibt. Wie gesagt, Beispiel, dass die eine Äußerung von dem einen YouTuber, deren Namen ich nicht weiß, oder dessen Namen ich nicht weiß, ich weiß nur, es war eine männliche Person, die gesagt habe, zum Beispiel, die hier sagte, ah, du fühlst den Beat und möchtest gerne, wie gesagt, ich beruhe mich, oder ich zitiere, weil ich weiß auch nicht, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du aktiv gesagt hast, ich möchte, dass man da so die Hand heben tut, wie gesagt, auf den Song von Rammstein, Deutschland in Deutschland, über alles, was ich ja schon erklärt habe. Auf so Sachen beruhe ich mich, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, 2. Oktober, 0:35 Uhr. Ich sage es mit Absicht, 2. Oktober, 0:45 Uhr. Da ich, ne, dass ich schon einen kleinen Puffer habe. Also 2. Oktober bis 0:45 Uhr, wo diese Aufnahme noch läuft oder produziert worden ist. Beruhige mich drauf auf das, was bis zu dem Zeitpunkt auf YouTube rumfleucht und kreucht, wie man so schön sagt. Ohne jetzt aktiv Bild, Ton etc. an Formmaterial zu verwenden von deinen Kanälen, siehe Montana Blacks Kanal, Spontana Blacks Kanal auf YouTube, sowie dein oder deine Twitch-Kanäle. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen Twitch oder zwei Twitch-Kanäle hast. Wie gesagt, meine zwei YouTube-Kanäle, Montana Black und Spontana Black. Auf die Zeit beruhe ich mich nur, und je nachdem, auf welchem Video oder auf welchem Kanal das hochgepostet worden ist, wo du halt deine Reaktion gemacht hast bezüglich Deutschland über alles und den Äußerungen, blablabla. Und halt auf deinen ein oder zwei Twitch-Kanälen, je nachdem, wie der heißt, ich glaube, du hast nur einen. Ob er jetzt Montana Black oder Spontana Black hat, heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du sowohl zwei, ob du es die zwei YouTube-Kanäle auch praktisch auf Twitch hast, sowohl Montana und Spontana Black. Dann gibt es dann noch den, ich sage jetzt mal, ich lehne mich einmal aus dem Fenster, Montana Black und Spontana Black auf YouTube, die Kanäle hast du ja. Und dann sag ich mal, hast du nochmal eins zu eins die gleichen Kanäle auf Twitch, Montana und Spontana Black, sag ich mal, auf einen machst du vielleicht dann wieder Livestreams und auf den anderen hast du vielleicht deine Livestream-Wiederholungen beispielsweise. Sag ich jetzt mal so. Ob du jetzt wirklich zwei Twitch-Kanäle hast, weiß ich wie gesagt nicht, aber ich weiß, dass du halt zwei YouTube-Kanäle hast, Montana und Spontana Black. Und halt auf YouTube den Kanal, der nicht zu dir gehört, aber ich sag jetzt mal, wie gesagt, er gehört nicht zu dir, aber ich sage jetzt mal inoffiziell zu dir gehört. Die Crew, wo du den Jungs, die auch immer hinter diesem Kanal stecken, die Erlaubnis gegeben hast, bestimmte Sachen hochzuladen, sie ja auch deinem Livestream. Das sind die Kanäle, die ich auch mich berufe oder wo ich halt bestimmte Videos halt mitbekommen habe und verfolgt habe. Das ist hier zum Beispiel bestimmte Äußerungen, die bei dir getätigt worden sind, die sich dann halt wie einer bezüglich das Rechtsfest, bezüglich auf die Szene Deutschland über alles, die er sich bei die auf seinem Livestream, glaube ich, waren, die, glaube ich, bei der auf dem YouTube-Kanal von die Co, glaube ich, hochgeladen worden ist, also auch still bleibt, und derjenige, der es gemacht hat, hat sich da, glaube ich, dran bedient, etc. So, also wie gesagt, ich beziehe mich schon auf Fakten, die ich gesehen habe. Ob die aber jetzt, wie gesagt, mit dem Stand 2. Oktober 0:45 Uhr noch up to date sind oder noch online sind, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Deswegen, Monster, wenn du, wie gesagt, du hast ja Erlaubnis, darauf zu agieren und halt auch Video- und Audiomaterial von mir zu nutzen. Wie du es zusammenschneidest, ist dir überlassen. Also ich gebe dir, oder ich gebe dir die Erlaubnis, dass du es machen darfst, nicht der Crew, die das macht, sondern speziell dir. Das heißt, dass du auf deinen Kanal hoch machst oder bei dir auf deinem Twitch-Kanal erwähnen kannst, wie du es denn mit der
Und der Kuhmast ist mir relativ egal, ob die das nachher bearbeiten darf und machen darf, ist mir egal. Aber ich gebe nur die als Person als Montana Black und Spontana Black die Erlaubnis. Und nicht der Crew oder anderen Kanälen, die nicht, wie gesagt, nur dem als Montana Black und Spontana Black, je nachdem, wo du so rein tust, die Erlaubnis, wenn du darauf reagieren willst, beziehungsweise wenn es an dir angetragen wird, darfst du es machen, wie gesagt, als Spontana und Montana Black, sonst kein Kanal. Und wie gesagt, wenn du es machst und du mich in Anführungsstrichen einen Gewinn oder wie auch immer du es oder ihr benennen möchtest, beteiligen tust, möchtest, können wir dann wie gesagt privat klären, wenn ich möchte natürlich, so wie du auch natürlich auf der sicheren Seite natürlich sein und so weiter und so fort. Deswegen wie gesagt, Monster, wenn du darauf reagierst, oder also Montana Black oder Spontana Black, kannst du gerne machen. Und über den restlichen Scheiß oder Mist können wir uns dann privat unterhalten. So dass wir, dass ich jetzt praktisch in der Aufnahme auch das sozusagen beenden kann, so wenn ich die nächste Aufnahme starte, das durch ist, sodass du nicht jetzt noch weiter suchen musst oder gucken musst. Ich denke mal, es weiß genug mit, glaube ich, 2,5, 3 Stunden, die du vielleicht durchwühlt hast. Und ja, dann komme ich an der Stelle auch mal zum Ende, was das betrifft. Ich bedanke mich an der Stelle auch fürs Zugucken. Und die nächsten Aufnahmen, die ja folgen, werden halt in allgemein nur mit Äußerungen sein, aber nicht bezogen auf auf Montana, Black oder sonstiges, sondern ist nur auf bezogen, ist aufs Spiel bezogen, so die Äußerung. So dass jetzt wie mit dem Endthema jetzt praktisch durch sind. Über das, was praktisch über die letzten Wochen oder Monaten oder Jahren über geäußert worden sind, allgemein überstimmen, auch wenn ich jetzt als Beispiel Monte im Augenblick als Beispiel genommen habe, bedanke ich mich trotzdem an dieser Stelle erstmal fürs Zugucken. Und wir werden in der nächsten Aufnahme uns wiedersehen, wo es dann halt dann ganz gemütlich über andere Themen weitergeht, basierend auf das Spiel oder zukünftige Spiele. Wie gesagt, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.